ob du mit der Raumzeit ficken willst, habe ich gefragt. Natürlich willst du das, sonst wärst du nicht hier. Auf geht's. Hier habe ich meinen Clip in DaVinci Resolve und da gehe ich mit Fusion rein. Und hier möchte ich jetzt zuallererst meine Szene tracken. Das kannst du natürlich entweder über 3D-Tracking machen oder über 2D-Tracking. 3D-Tracking ist leider nur in der Studio-Version möglich, deswegen zeige ich das hier anhand des normalen Trackers. Ich suche mir also mit Shift-Space eine Tracker-Node rein, lasse diese mir anzeigen, indem ich sie mir auf einen Viewer ziehe und ziehe meinen Tracker am besten dahin, wo das Ganze quasi in der Tiefe sein soll. Und das ist bei mir hier dieses Blatt. Und dann klicke ich hier auf Track Forward. Wenn du noch mehr zum Thema 2D-Tracking haben willst, dann findest du dazu auch noch ein Tutorial da oben. Nachdem wir jetzt getrackt haben, suchen wir uns mit Shift-Space eine Dent-Node raus. Und diese Dent-Node, da nehmen wir die zweite, weil diese Dent-Node hat tatsächlich bereits hier unter Type ein Black Hole Preset, was dann mit schwarzem Loch kommt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn die Size hier zu klein wird, man dann komische Spikes bekommt, die dann einfach nicht so gut aussehen. Und deswegen gehe ich hier persönlich mit Type 1 und füge anschließend noch einen Background ein, der einfach nur schwarz ist und suche mir noch eine Ellipse raus, die ich dann in den blauen Masken-Input verbinde. Und diese Ellipse kann ich dann mit Width quasi so groß einstellen, wie ich das haben möchte und merge das Ganze dann hier dahinter ein. Und damit habe ich jetzt den Rohbau von unserem schwarzen Loch. Aber bis jetzt bewegt es sich ja noch nicht mit der Szene mit, ist also noch nicht Teil dieser Szene. Und das kann ich ganz einfach anpassen, indem ich einfach hier den Dent-Effekt auf den klicke und hier bei Position mit Rechtsklick draufklicke, Connect to Tracker 1 Path Position. Und damit springt der direkt dahin, wo unser Tracker original war und verzerrt quasi die Stelle, wo unser Tracker war. Das gleiche mache ich jetzt noch mit der Ellipse im Center, mit Rechtsklick drauf, Connect to Tracker 1 Path Position. Damit habe ich jetzt schon mal das schwarze Loch. Und jetzt muss ich es bloß noch dahin positionieren, wo ich es haben will. Und das Gute ist, dadurch, dass wir das über einen Path Modifier gemacht haben, können wir hier einfach auf Modifiers klicken und hier im Center das Ganze einfach an die Stelle schieben, wo ich es haben will, ohne dass unsere Tracking Data dabei verloren geht. Das heißt, es bewegt sich trotzdem, wie als wäre es an der Stelle von dem Blatt, ist allerdings in X- und in Y-Richtung verschoben. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch animieren. Dazu klicke ich in den Dent-Effekt und kann jetzt hier die Strength animieren, indem ich ganz einfach an den Anfang meiner Komposition gehe, sagen wir mal Frame 10, die Strength auf 0 setze, da ein Keyframe setze, ungefähr auf Frame 30 gehe und jetzt hier die Strength erhöhe. So, jetzt möchte ich in die Ellipse gehen und hier bei Width und Height quasi die Ellipse so anpassen, so groß wie ich es haben möchte. Möchte einen Keyframe setzen, dann möchte ich ein paar Frames zurückgehen und die Width auf 0 setzen. So, und wenn wir das jetzt noch feintunen wollen, dann können wir uns die Splines aufmachen, Ellipse und Dent uns anzeigen lassen, und zwar die Strength und die Width, und dann sehen wir, wie was aussieht. Und erstmal wollen wir alle Keyframes hier markieren und mit Shift F aussmoothen, damit sie quasi eine runde Kurve haben. Und wie du siehst, können wir hier auf jeden Fall dieses Aufploppen der Ellipse, das können wir auf jeden Fall noch ein bisschen strecken, so dass noch ein bisschen mehr zeitversetzter ist. Und da kommt dann unser schwarzes Loch rein. Und das Gute ist, falls du es noch umpositionieren möchtest, können wir einfach wieder in die Modifier gehen, Tracker 1 Path anwählen und das Ganze wieder dahin schieben, wo wir es haben möchten. Du siehst also, dieser Path Modifier ist super hilfreich, und wenn du dazu mehr wissen willst, dann schau doch mal hier, da zeige ich dir, wie du diesen Path Modifier noch nutzen kannst. Und B, wenn du mehr zu Tracking hören willst, dann schau dir mal das Video an. Ich wünsche dir viel Spaß, Kameramagier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.